Andrea vom Nature Trace Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, für euch Futtertests durchzuführen und euch Futter zu empfehlen oder von euch irgendwas abzuraten, wo wir sagen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir sind immer auf der Suche nach gutem Futter und heute möchte ich euch eins vorstellen, was wir jetzt schon seit einigen Jahren selber nutzen und empfehlen und womit wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir empfehlen euch nur Futter weiter, welches wir auch wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben, wo wir wirklich sicher sind, dass ihr da was Gutes eurem Hundi tut. Wir lieben unsere Hunde so abgöttisch, dass wir denen auch nur Sachen füttern, die wir schon vorher wirklich uns genauer angeschaut haben. Heute geht es um ein Futter, welches wir, wie gesagt, schon einige Zeit nutzen und weiterempfehlen und von dem wir total begeistert sind. Und zwar das Xantara-Futter. Wenn ihr schon einen Ansprechpartner habt, der gesagt hat, hey, das Futter, das empfehle ich dir, melde dich einfach, wenn du es bestellen möchtest, dann wendet euch einfach an diesen Ansprechpartner, ob das jetzt bei einem Hundetrainer ist oder beim Ernährungsberater und so weiter und so fort, dann seid ihr da schon gut aufgehoben. Wenn ihr noch keinen Berater habt für Xantara, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir helfen euch da weiter, wir beraten euch da gern. Aber jetzt genauer zum Xantara-Futter. Und zwar ist es ein Familienunternehmen aus Rosenheim. Das ist uns immer ganz wichtig. Wir merken immer wieder, dass die kleineren Unternehmen mit einem gewissen Spirit einfach ganz anders an das Thema Futter rangehen, als das jetzt, sage ich mal, irgendwelche Großkonzerne machen, die einfach alles anbieten, was Kohle bringt und das Geld nicht in die Produkte stecken, sondern leider irgendwo in Werbung und irgendwelchem Marketing. Die Gründer sind Andrea und Klaus Tafel. Und das Coole ist auch, das wird jetzt schon weitergeführt in der zweiten Generation. Und zwar die Töchter von den beiden, die Alexandra und die Christina, sind auch schon mit dabei. Finde ich eine ganz coole Sache, wenn dann die Kinder in die gleichen Fußstapfen treten wie die Eltern. Xantara gibt es seit 2011. Die beiden Gründer haben aber schon sehr, sehr viel länger im Hundefuttergeschäft gearbeitet. Also die kennen sich da schon mit Hundefutter aus. Und im Bereich Tiernahrung haben dann einfach irgendwann gesagt, ja, uns stört immer irgendwo was. Und deswegen gründen wir einfach unsere eigene Firma und machen das so, wie wir es am besten finden. Und ja, so ist die Firma entstanden. Was ich sehr wichtig finde, ist, das Futter steht auf der PETA-Liste für tierversuchsfreies Hundefutter. Wer meine Videos kennt, weiß, ich achte darauf. Warum? Zeige ich euch in dem Video da oben, was nämlich bei manchen Großkonzernen passiert. Wenn sie Futter auf den Markt bringen wollen, was sie da testen, wie sie testen, ist ziemlich gruselig. Die achten auch sehr darauf, wo das Fleisch herkommt, was im Futter verarbeitet wird. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Das heißt, die versuchen, so viel wie möglich von Weidehaltung in das Futter zu bekommen und auch keine langen Schlachttransporte zu unterstützen. Zum Beispiel in der Sorte mit dem Elch, der kommt aus Skandinavien, der wird dort erlegt. Also da gibt es erst recht keine Schlachttransporte. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz coole Sache. Auch die Fischmenüs bei den Katzen zum Beispiel, das ist auch kein Zuchtfisch, sondern es ist Freifang. Genau, aus der Nord- und Ostsee. Von daher, Tierschutz, Tierwohl liegt Xantara sehr im Herzen. Sowohl bei den Nutztieren, die im Fleisch drin sind, als auch die Tiere, die es dann schlussendlich essen, nämlich unsere Vierbeiner. Xantara hat im Angebot Nassfutter für Hund und Katze, Kauartikel und Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben uns da schon wirklich auch mal komplett durchgetestet und haben extrem gute Erfahrungen mit den Kauartikeln gemacht. Das merken wir immer wieder, die sind wirklich ohne jegliche Chemie hergestellt. Und das macht sehr viel aus. Also wenn du teilweise Hunde hast, wo es heißt, die vertragen das und das nicht, diesen Ochsenzimmer oder was auch immer, da kriegen die immer sofort Durchfall. Wenn du die Xantara-Dinger empfiehlst, vertragen die Hunde das auf einmal super. Also es gibt auch Hirschhaut, also für die, die kein Rind füttern wollen oder so. Aber da merken wir einfach, das ist nochmal echt ein Riesenunterschied, ob man jetzt diesen 0815 irgendwo aus dem Zoofachgeschäft Discounter-Kauartikel nimmt oder wirklich eins von einer guten, qualitativ hochwertigen Firma. Das ist einfach, kann man nie vergleichen. Auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln, ohne Mist, wir schwören auf die Moortränke, die ist Gold wert. Also wenn zum Beispiel die Ivy, die gerade hier ist, man sieht es auch gerade, die hat wieder eine dreckige Schnauze, weil sie irgendwo ein Harz drin gesessen ist. Die frisst halt sehr gern irgendwas, was bei uns im Wald rumspringt oder durchs Gehege hier läuft. Und manches ist halt einfach nicht mehr so unbedingt gesund, ne? Wenn es irgendwelche gedüngten Felder, Kacki von die Kühe ist und so. Und dann kriegt sie halt mal Durchfall. Und dann geben wir die Moortränke und die Karottenpellets, die auch total hammergeil sind. Da muss ich gerne stundenlang moorische Suppe kochen. Und dann ist der Durchfall wieder weg innerhalb von schwuppdiwupp. Das ist total krass. Also da merken wir auch immer wieder, wenn wir das Hunden empfehlen in der Futterberatung, dass die Moortränke einfach genial ist. Also da gibt es auch viele auf dem Markt. Wir haben auch schon viele andere probiert, auch von, dachten wir, guten Firmen und gut von der Zusammensetzung her. Aber bis jetzt, unserer Erfahrung nach, kam noch nichts an dieses Moorextrakt von Xantara ran. Xantara füttert nur Nassfutter. Also die haben nur Nassfutter im Angebot. Definitiv kein Trockenfutter aus Überzeugung. Wir zeigen euch übrigens gerade, wie das Xantara-Futter bei uns gefüttert wird. Finde ich auch gut, dass es noch Leute mit Überzeugung gibt und die Überzeugung komplett durchziehen. Hat eigentlich auch so ein bisschen
ja, Daumen hoch verdient. Jetzt aber zum Nassfutter allgemein, das ist ja das Wichtigste, schauen wir uns nämlich einfach mal das Futter genauer an, weil darum geht es ja, wie gut ist es für unseren Hund. Es ist keinerlei künstliche Vitaminzusätze drin. Warum achten wir so darauf? Weil das einfach von der Bioverfügbarkeit viel, viel höher ist. Wir füttern definitiv kein anderes Nassfutter als Nassfutter ohne künstliche Zusätze. Wenn jetzt jemand ankommt, das ist nicht bedarfsdeckend, der soll sich mein Video angucken, das verlinke ich euch oben in der Ecke, es ist definitiv bedarfsdeckend, weil der Hase, das Reh, das Karnickel, Hase, Karnickel, na gut, jedenfalls, die sind halt alle irgendwo dort die Nahrung in der Wildnis. Wenn jetzt unsere Hunde jagen gehen würden oder der Wolf oder die Wildkatze, das ist auch bedarfsdeckend, da ist alles drin, was der Hund, die Katze braucht. Und da gibt es auch nichts dazu. Und wenn das schonend erhitzt worden ist, nicht so schnell wie in der Industriefutterbranche schnell, schnell hoch, damit man viel, viel produzieren kann, sondern wirklich schonend und nachhaltig und die Rohstoffe hoch sind von der Qualität, dann brauchen wir keine Zusätze. Aber habe ich in dem Video schon mal erklärt. Santara versucht, das Beutetier nachzustellen bei der Zusammensetzung, also das heißt Fleisch, Innereien und einen gewissen Teil an Kohlenhydraten und damit so natürlich wie möglich das zusammenzustellen. Und das merkt man auch, wenn man das aufmacht, riecht es halt ganz anders als das Discounter-Futter. Auch eine ganz coole Sache, es ist nach IFS-Zertifizierung, schreibe ich euch hier hin, was das ist. Also das heißt, das haben nur Lebensmittelbetriebe. Und das gewährleistet auch schon die Qualität und das haben viele Hersteller nicht. Genau. Und wer jetzt noch kommt mit, Dose ist böse, weil viele was gegen Dosen haben, weil sie denken, das ist schlecht für die Umwelt. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es euch oben in der Ecke, dass Dosen halt nicht schlecht für die Umwelt sind, sogar im Gegenteil eine ganz positive Ökobilanz haben. Und zum anderen ist das ohne dieses BPA, das finde ich eigentlich logisch, sollte definitiv sein. Also das heißt, das Weißblech und die Nahrung, die haben nie wirklich einen Kontakt. Aber jetzt zur Zusammensetzung. Wir gucken uns mal die Zusammensetzung vom Rind an, die Rindersorte. Rind ist einfach, warum nehmen wir das jetzt als Beispiel? Hey, boah, unser ältester Hund, das ist der Arco, der ist 16, der ist schon uralt und der hat ein Aua am Auge, weil die Akira ihn das letzte Mal geärgert hat. Also wir nehmen jetzt einfach Rind, es gibt noch andere leckere Sorten, Beispiele, aber Rind ist halt jetzt einfach gut zum Vergleich, wenn ihr irgendwo anders mal eine Rinderdose habt, dass ihr einfach sehen könnt, was da der Unterschied ist. Die Zusammensetzung. Das, was am meisten drin ist, die Hauptzusammensetzung, die Hauptzutat, ist 65% Fleisch und Innereien, ausschließlich Rind. Besteht aus Rindfleisch, Rinderherz, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen. Also hier hast du definitiv schon mal keine irgendwelchen tierischen Nebenerzeugnisse in dem Sinne, wo manche drin haben, wie Hufe, Horn oder bei Geflügel, Federn, Schnäbel. Das ist hier definitiv nicht drin. Wie gesagt, Lebensmittelqualität. Ihr könntet also Löffel nehmen, selber rauslöffeln und fertig. Dann kommt die Brühe mit 27,9%. Da seht ihr auch, dass der Fleischanteil nämlich stimmt. Weil nämlich manche sehr bekannte Futterhersteller auf dem Markt, die haben da angeblich 90% Fleischanteil oder 99% Fleischanteil. Und geben sie einfach den Wasseranteil nicht an, der dann einfach im Fleischanteil mit drinnen gerechnet ist. Das ist dann auch wieder bei 60% oder sowas. Und das macht Santara nie. Wer meine Videos kennt, weiß, ich hasse es, wenn Kunden verarscht werden. Also wir, die das füttern. Das tut Santara nicht. Hier ist es klar deklariert, okay, Brühe ist extra. Das ist jetzt nie mit dem Fleischanteil. Genau, dann haben wir Kartoffeln mit 4%. Ich bin jetzt kein Anti-Reis-Gegner, ich mag Reis, aber für alle, die sagen, ich mag kein Reis, dann ist halt hier Kartoffel drin. Wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Reis, aber gar nichts. Uiuiui, bin ich an dein Auge gekommen, tut mir leid. Dann haben wir Karotten mit 2%, 0,5% Rosmarin, 0,5% Lachsöl. Also das finde ich auch schon mal eine ganz gute Sache. Ich bin immer Fan vom tierischen Öl und nie so sehr vom pflanzlichen Öl für Hunde. Und dann 0,1% Algenkalk und dann nichts mehr. Das war's. Nichts mehr drin. Gar nichts. Keine komischen Zusätze, keine Mineralstoffe, wo man nie weiß, was es in dem Moment ist. Oder irgendwelche künstlichen Zusätze, egal ob das jetzt Vitamine sind oder Jod oder Zink. Das war's einfach. Einfach so, wie so ein Tier beschaffen ist. Ganz natürlich. Wie gesagt, wenn ihr das mal bestellen wollt und ihr habt schon Ansprechpartner, meldet euch einfach direkt bei eurem Ansprechpartner. Xantara geht den Weg, dass sie sagt, wir wollen einfach jemanden haben, der dem Kunden weiterhilft, egal was für Probleme auftreten. Das finden wir eigentlich ein ganz cooles Konzept. Besser als wenn man jetzt irgendwo hingeht, keine Ahnung, in irgendein Zoofachgeschäft, wo irgendeine Dame oder ein Herr sitzt, der nie wirklich Ahnung hat und auch nie die Erfahrung und so weiter und so fort, was ein Hund gerne frisst, sondern empfiehlt einfach das, was im Regal steht, besonders von diesen größeren Zoofachgeschäften. Und deswegen hat Xantara gesagt, okay, wir gehen über die Beraterschiene, dass jeder einen Ansprechpartner hat. Von daher, wenn euch jemand angesprochen hat, willst du das mal füttern,
einfach zu denen gehen. Wenn ihr sagt, ich würde es gerne füttern, aber ich habe noch keinen, meldet euch gerne einfach bei uns per E-Mail oder geht über unser Kontaktformular, wie ihr möchtet. Wenn ihr es direkt bestellen wollt, ich packe euch auch den Link da oben hin, wo ihr dann quasi direkt zum Shop kommt, wo ihr dann ja sozusagen bestellen könnt. Wir haben, wie gesagt, das Futter sehr lange auf Herz und Nieren getestet, bei unseren eigenen Hundis, in der Futterberatung und auch drumherum bei Bekannten und Freunden. Und wir können wirklich sagen, es ist ein Futter, was man guten Herzens füttern kann. Es ist ein Futter, welches vom Spirit her stimmt. Das heißt, nicht irgendwelche mauschlichen Tierversuche, wie das große Firmen machen, sehr bekannte Firmen. Echt traurig, was da draußen los ist. Viele kehren es unter den Teppich. Und ja, das ist immer so eine Sache. Wenn ich vom Spirit schon hier dahinter stehe, was ich tue, dann sollte ich es einfach lassen. Aber im Endeffekt, im Hintergrund seht ihr selber, die Hundis, die stehen voll auf das Fressen. Die sind immer sehr aufgedreht, wenn es das Xantara-Futter bei uns gibt. Das Essen schmeckt lecker. Ihr spart euch extrem viele Tierarztkosten, weil Hunde, die gesund ernährt werden, brauchen so gut wie nie den Tierarzt. Nur mal so zum Nachdenken. Kiko hat am längsten gebraucht. Nach dem Essen denkt man immer, es gibt noch irgendwo was. Vielleicht kommt ja wieder der Schubkern hoch.